Hello Friends und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe mich endlich mal wieder dazu motiviert, ein Food Diary zu drehen und euch einfach alles gezeigt, was ich in einer Woche gegessen habe. Und diese Woche ist ein bisschen besonders, weil wie einige von euch wissen, habe ich beim Veganuary, wie auch immer man es ausspricht, mitgemacht und mich den kompletten Januar, also bis jetzt, vegan ernährt. Und ja, weil das viele eben interessiert hat und ich dachte, dass das vielleicht ganz inspirierend sein könnte. Ich esse einfach intuitiv, worauf ich Lust habe, was wir da haben, nach meinem Hunger, so viel wie ich will. Und genau, verbiete mir da nichts Besonderes, außer halt jetzt die tierischen Produkte. Aber das ist ja kein Verbieten, sondern ich mache das ja auch freiwillig. Und genau, es kann auch sein, dass ich nicht immer alles gefilmt habe, weil so, keine Ahnung, wenn ich mal einen Snack gegessen habe, so zum Beispiel wie getrocknete Früchte, eine Dattel, getrocknete Mango oder sonst auch Obst abends oder, keine Ahnung, Zartbitterschokolade, whatever, habe ich das nicht immer mitgefilmt. Also ich snacke mehr über den Tag verteilt als das, was ihr jetzt seht. Dieses Video soll auch überhaupt nicht zum Vergleichen dienen, sondern das ist einfach nur lediglich eine Inspiration. Deswegen, ja, vergleicht euch nicht mit anderen. Ihr seid alle schön, so wie ihr seid. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß bei dem Video. So, ich mache mir jetzt Frühstück an Tag 1. So mache ich mir einen Green Smoothie. Delicious. Oh mein Gott, nein! Fuck, Mann. Mein Bagel war zu lange im Ofen. Voila, meine Freunde. Das ist das Frühstück des heutigen Tages. Wir hatten noch so einen halben übrig, deswegen habe ich mir den einfach noch schnell dazu gemacht. Ich mache mir mega gerne für die Arbeit zu mitnehmen einfach mal so einen Schichtsalat. Da nehme ich dann einfach noch Dressing mit und dann esse ich das da zum Mittagessen. Yes. Ich habe noch ein paar Kichererbsen drauf gemacht, in der Hoffnung, dass es mich dann länger satt hält. Und ein paar Eiweiße kommen dann ja auch noch dazu. Und hier ist mein Dressing, genau. Das ist einfach Olivenöl, Essig, Salz, Senf, Sojajoghurt. Genau, ich glaube, das war's. Im Groben und Ganzen. Oh mein Gott, das ist immer so cringe. Ich traue mich, in die zu reden. Ich snacke hier gerade eine Orange. Trinke einen Kaffee. Mein Salat habe ich schon gegessen. Ich mache gerade mein Mittag, mein Abendessen. Und zwar brate ich Tempel an. Und zwar diesen hier. Außerdem brate ich da auch noch ein bisschen Zucchini mit an und hier kocht gerade Reis und ich glaube, ich mache daraus ein bisschen ein Curry mit Kokosnussmilch, aber mal schauen. Voila, it's done. Ich habe einfach noch ein bisschen Kokosnussmilch, Currypaste, Asia-Tofu-Gewürz und Limettensaft und Salz und Pfeffer gemischt und jetzt werde ich das essen. Yay, I'm hungry. Dass das erreichbar wäre, aber aus meiner Kenntnis von Rest... Das kann man ja eh nicht erreichen, das sagen andere Erkrankungen, ne, dass sie...
Freunde im Zuge dieses Videos und dieses Food Diaries und quasi auch des ganzen Projekts, dass ich mich diesen Monat vegan ernährt habe und ich mich quasi ein bisschen intensiver mit der ganzen Ernährungsthematik auseinandergesetzt habe, wollte ich euch die Marke Bitterliebe vorstellen. Und zwar ist es ein Startup-Unternehmen aus Deutschland und ich fand es mega cool, dass sie mich angeschrieben haben und nach einer Kooperation gefragt haben, weil ich die tatsächlich schon von Höhle der Löwen kannte. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich finde die Sendung mega, mega cool. Also da kommen halt immer Unternehmen hin und versuchen quasi Sponsoren anzuwerben. Und da habe ich auch Bitterliebe gesehen. Und wirklich, ich muss sagen, mein Vater war sofort voll überzeugt von dem Produkt. Und zwar ist es nämlich so, dass seit Jahren aus unseren Lebensmitteln die Bitterstoffe rausgezüchtet werden, weil sie eben für viele Menschen als nicht so lecker empfunden werden oder dadurch, dass eben mehr süß und salzig gegessen wird, sich der Geschmack verändert hat und wir das eben nicht mehr so gerne schmecken. Das Problem an der ganzen Sache ist aber, dass die Bitterstoffe extrem wichtig für unseren Körper sind und wir sie eigentlich brauchen würden. Aus diesem Grund hat Bitterliebe es sich zur Aufgabe gemacht, Produkte auf den Markt zu bringen, mit denen es für uns einfacher ist, diese Bitterstoffe zu uns zu nehmen. Und zwar haben sie da einmal solche Kapseln, die nimmt man einfach immer vor den Mahlzeiten ein. Dann gibt es noch Tropfen, die nimmt man nach den Mahlzeiten, also die kann man sich einfach so auf die Zunge zergehen lassen. Und dann haben sie auch noch einen Tee. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, es gibt auch noch Pulver. Die wurden mir netterweise zur Verfügung gestellt, um sie mal auszutesten. Und das habe ich gemacht in den letzten 2 Monaten. Also ich habe die schon ein bisschen länger. Und ich finde auch, dass man sich zuerst an den Geschmack gewöhnen muss. Also ich finde, am Anfang war es wirklich sehr, sehr bitter. Vor allem die Tropfen. Bei den Kapseln schmeckt man das eh überhaupt nicht. Aber ich finde, man gewöhnt sich dran. Und dann nach einer Zeit schmeckt es sogar lecker, finde ich. Und genau, ich habe auch gemerkt, dass dadurch, dass ich diese Bitterstoffe immer zu mir genommen habe, dass ich viel weniger Lust auf Süßes habe. Also wirklich diese extremen Cravings, die sind dadurch einfach weggegangen und auch so mein gesamtes Wohlbefinden. Und ich habe einfach das Gefühl gehabt, dass es so meinem Körper mega gut getan hat. Und deswegen möchte ich euch auch mit diesem Video ein bisschen dazu animieren, das selbst mal auszuprobieren. Ich verlinke euch da alles in der Infobox und schreibe da nochmal die wichtigsten Informationen hin. Und ja, aber sag mir jetzt, wo die Regelkiste ist. Keine. Du kannst nicht meiner Regel klauen und mir da nicht sagen, wo das Versteck ist. Bring jetzt nicht mal diese Birnen mit. Hast du das jetzt ernsthaft in den Keller gebracht? Ja, weil ihr alle meine Regeln weg ist. Nee. Sorry, aber nee. Sorry. Wie heißt die? Luca, du bist so frech. Das ist Cher. Das ist auch mein... Papa, ich glaube, jetzt reicht's mit dir. Ich probier jetzt den hier, Crunchy Nougat. Mmh. Ein Traum. Also es ist nicht so sehr süß, aber sehr nussig. Ich brauche jetzt einen kleinen Snack. Übrigens habe ich erst um 2 Uhr zu Mittag gegessen, weil ich mega lange geschlafen habe, da ich heute Nachtdienst habe. Das heißt, es ist alles ein bisschen verschoben. Ich werde jetzt gleich dann mit meinen Eltern zu Abend essen. Und dann denke ich mir noch, was für nachts mitnehmen. Keine Ahnung, ich weiß irgendwie gerade gar nicht, wie ich das machen werde. Ich hatte noch nie Nachtdienst, deswegen... Also new for me. Ja, ich snacke jetzt ein paar Datteln mit Erdnussbutter. Open them. Take your peanut butter. So, wir machen heute Wraps und das hier ist die Füllung. Das ist einfach so veganes Hack, das hatte ich vom Dance. Dann habe ich da so ein bisschen Seasoning dazu gegeben. Außerdem noch Salz, Pfeffer und Chili. Gehackte Tomaten,
Bohnen und Mais. Dann haben wir noch Salat, Paprika, Avocado und Käse, die wir da drauf machen. Und genau, dann mache ich gleich noch die Wraps in den Ofen. Und drunter machen wir einfach so Frischkäse-Alternative. Belastungsasthma hat er gemeint. Okay, wow, das sieht nicht ästhetisch aus, aber egal. Ich werde mir einfach für heute Nacht ein Porridge mitnehmen, weil ja, das jetzt am besten zum Vorbereiten ist und am schnellsten ging. Jetzt habe ich hier einfach Haferflocken mit Milch, Hafermilch und Wasser. Dann habe ich da noch ein paar Chiasamen rein und zwei Mandeln klein geschnitten, dass es ein bisschen süßer ist, und noch ein paar Nüsse rein, also Mandeln, Cashews und so weiter. Und als Topping werde ich mir einfach eine Mandarine und eine Orange nehmen. Das schneide ich mir dann dazu. Und ich glaube einfach, dass das ganz gut ist, wenn ich heute Nacht Hunger kriege, dass ich dann was dabei habe. Und genau, das ist dann was schön Warmes. Ich denke, das ist dann ganz gut. Wird mich gut satt machen. Ansonsten nehme ich vielleicht noch eins von diesen Riegeln mit. Und halt auf jeden Fall Wasser, Tee, Kaffee, dies, das. Vielleicht auch noch ein Apfel, halt so typische Snacks, ne? Nothing special. Schmeckt's? Coffee. So, wir haben jetzt 2:30 und ich werde mir jetzt mal mein Frühstück in Anführungsstrichen machen. Heute ja wieder lange geschlafen. Ja, ich werde mir einfach Porridge heute machen mit Banane und Erdnussbutter. Weil wir haben keinen Apfel. Ich hätte irgendwie lieber Äpfel, aber egal. Really easy, aber sehr, sehr leckeres Frühstück. Und ich finde, das ist irgendwie so richtig Comfort Food. Einfach so ein heißer Porridge, Banana, Peanut Butter. We love. Ja. So, was ist das hier? Ein Wirsing. Eine Eigenkreation. Wirsing-Kartoffel-Pilz-Auflauf. Ein Wirsing-Kartoffel-Pilz-Auflauf bis zum Abendessen, beziehungsweise Mittagessen. Was auch immer. Irgendwas halt. Weißt du was, Marco? Du kannst eigentlich wohl eigentlich, dass du das machen kannst, weil eigentlich kaum irgendwas in deinem Leben ist, ja? Boah, das ist hier aber eine fette Portion, du. Was machst du dann? Stellst du das in die Mikrowelle? Stell das in die Mikrowelle. Dann wird es schön heiß und dann dippe ich da meine Tortilla-Chips rein. Sehr lecker. Ich nehme mir nämlich für heute Nacht einfach die restliche Füllung von den Wraps gestern mit. Und Tortilla-Chips. Ich bin erst vor einer Dreiviertelstunde aufgewacht. Was hat das gekostet? Das ist jetzt so eine kleine Mini-Zimtschnecke. Snack. Hey, den Pulli hast du ja schon lange nicht mehr angehabt. Passt denn jetzt auch hier zum Wetter? Aber wirklich, Schneeflöckchen. Ich habe mir als Snack Bananen, Datteln und Nüsse geholt und werde es mit Erdnussbutter essen. Boah, das sieht aber lecker aus. Das freut mich. Das sieht echt lecker aus. Ich mache hier so Ofengemüse und Kichererbsen und rote Beete-Creme.
zu dem Gemüse und diesem Kichererbsen rote Beete Soße werden wir dann noch diese Falafelbällchen anbraten von Querbeet. As you know. Mann, ist vegan geil. Bin jetzt auch mal die Fladenbrot gibt's auch noch. Huhu. Evening Snack schmecken sehr delish. And some chocolate und Tee. Leute, ich habe noch nie Mandeljoghurt probiert. Ich habe Angst, dass der scheiße schmeckt, to be honest. Nee, Mann, schmeckt voll geil. Ich bin so ein Opfer. Brekkie, my friends, und ich kann euch sagen, ich liebe die Kombination aus Joghurt, also das ist jetzt Soja- und Mandeljoghurt, beziehungsweise Quark, aber whatever. Apfelmus und Granola, tastes amazing, wirklich, das ist selbstgemachtes Apfelmus von meiner Mom, das ist eh das Beste. Und dazu gibt es noch einen Kaffee, der zweite heute. Yay! Friends, ich probiere heute zum Mittagessen was sehr Cooles aus, und zwar haben wir keine Kichererbsen mehr, aber ich weiß, dass ich mal weiße Bohnen gekauft habe, um aus weißen Bohnen Hummus zu machen. Das werde ich jetzt probieren zu machen, ich bin echt gespannt, wie das schmecken wird, und ich bereite das zu wie das ganz normale Hummus. Da habe ich mal ein Video drüber gemacht, also in meinem Rezeptevideo. Rezepte, die ihr lieben und immer wieder machen werdet. Da ist das Rezept für meinen Hummus drin, ich werde es jetzt genauso machen, nur dass ich statt Kichererbsen weiße Bohnen verwende. So, Lunch ist dann. Ich nehme mir einfach so ein Mini-Nahenbrot mit. Das gebe ich dann einfach bei der Arbeit entweder in den Toaster oder in die Mikrowelle. Ich weiß nicht ganz, was wir da haben. Ich muss mal gucken. Ich habe noch nie geguckt, ob wir einen Toaster haben. Aber ich bezweifle es, ehrlich gesagt. Dann habe ich noch einfach ein bisschen Rohkost gemacht. Einfach Gurke klein geschnitten und Paprika. Und dann nehme ich das eben mit, um die beiden Sachen da rein zu dippen. And that's Lunch. Boah, ich freue mich richtig, das zu essen. Saugeil. Oh, yes. Knack, knack, knack. Ich habe Vegan Chocolate Chip Cookies gebacken. Die sind sehr delicious. Das Rezept habe ich auf meinem Instagram im Highlight. So, check it out. They're delicious. Wir machen heute zum Abendessen Sommerrollen. So sieht es hier aus. Dafür braucht ihr einfach dieses Reispapier. Das gibt es in großen Supermärkten oder im Asialaden. Und dann noch so ganz viele Rohkost. Wir haben jetzt hier Paprika, Gurke und Karotte. Und dann noch so Spinat, und dann haben wir noch verschiedene Soßen. Das ist eine Erdnusssoße, das ist eine Tahini-Soße, das ist Hummus, dann haben wir hier noch Sriracha und Sojasauce. Und dann kann man einfach diese Reisblätter befüllen und die so ein bisschen dippen. Man kann auch noch Reisnudeln dazu machen. Und wir braten jetzt gerade noch Tofu an. Wenn man sich gerade nicht vegan ernährt, schmecken da drin Garnelen auch mega lecker und Avocados auch richtig gut da drin. Stimmt, haben wir nicht noch Avocado? Geht's euch gut, ihr Hübschen? Wunderbar. Das freut mich auch. Herr Spanchel, dir geht's auch gemacht. Ich hab mich gerade über so hochgleisen ziehen. Wahnsinn, hey. Halt, ich bin mir gar nicht feucht. Ja. Wo? So, wie geht's mit meinem Zimmer? Dann kann man das so schön rollen und dippen. Gott. Ja, scheiße. Yay. Ich war beim Bäcker heute Morgen direkt. Delicious. Weißt du, was noch gut wird?
dann mache ich nochmal ein richtig schönes. Frühstücke heute einfach ein Brötchen mit Pflaumenmus, Erdnussbutter und Banane und einen Kaffee. Auf jeden Fall hat sich das letzte auch gar nicht so groß gegessen. So ist es halt, ne Mama? Sehe ich ja auch wieder. Ach so. Das sieht sehr lecker aus. Meine Eltern haben sich heute richtig ins Zeug gelegt. Und zwar gibt es zum Abendessen eine thailändische Kokossuppe. In unserem Fall natürlich mit Tofu und nicht mit Huhn. Ja, sieht very delicious aus. Was braucht man dafür? Hier könnt ihr es sehen. Das bin ich gar nicht. Aber in dem Holz. So, das war's mit dem Food Diary. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Inspiration bekommen. Wenn ja, dann abonniert gerne meinen Kanal für mehr Food Diaries. Schaut euch vielleicht eins meiner letzten Videos an. Vergesst auch auf jeden Fall nicht bei Bitterliebe vorbeizuschauen und die Produkte auszuchecken. Ich benutze die echt jeden Tag. Und genau, dann hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Bye!